Hey, hallo und willkommen bei Final Fantasy Heavensward. Ich bin tatsächlich jetzt in der Early Access Phase und nein, das ist kein neuer Charakter. Ja, das liegt daran, weil das Ganze sich erledigt hat mit dem neuen Charakter, wenn ich so sagen möchte, kann. Denn ich habe mich auch ein bisschen informiert, schlau gemacht, bla bla bla, Sachen gelesen und festgestellt, dass das zwar eine witzige Idee war, jetzt einen neuen Charakter anzufangen. Was heißt witzig? Hirnrissig. Denn in Final Fantasy ist es ja so, man kann ja mit seinem einen Charakter quasi alle Klassen leveln. Und ja, mein Plan wäre ja gewesen, ich möchte hingehen und die neue Klasse, Rasse anfangen und dann damit direkt als Mechanist loslegen. Jetzt ist es aber so, dass man Mechanist erst werden kann, wenn man im neuen Content-Bereich ist. Für den muss man allerdings Level 50 sein und die ganze Hauptstory durchhaben. Das würde sich also nicht so schnell ergeben, dass ich als neue Rasse mit dem Charakter dann Mechanist spielen kann. Daher, weil es mehr Sinn macht und weil es geht, wird dieser Charakter hier zu der neuen Rasse umgewandelt. Ich habe nämlich durch den Veteranenbonus da so einen Trank rumliegen, mit dem das ginge. Und ja, wir starten quasi direkt im Add-on. Was heißt direkt? So in 20, 30 Folgen vielleicht, hoffentlich. Denn ich habe die Hauptstory nicht durch. Ich habe seit 2.0 nicht gespielt. 2.1. Irgend sowas. Und ja, mir fehlt tatsächlich noch die Hauptstory. Und die müssen wir jetzt erstmal erledigen. Und daher ist das der Anfang. Die erste Aufgabe, die wir jetzt angehen, ist quasi die Hauptstory zu erledigen. So, viel zur Einleitung. Wir fliegen zurück und legen mit der Hauptstory los. Piu. Da gibt es so 1, 2, 3, 400 Quests, die ich noch machen muss. Mal sehen, wie schnell sie gehen. Erstmal muss ich zu den Walking Sands. Das war. Wo war das denn? Das war doch hier irgendwo. Gibt es nicht eine Übersichtskarte? Guck mal hier, Finsterwald. Walking Sands, wo waren die? La Nostra? Nee. Irgendwo waren die. Westliches Kreuzgang und so weiter. Verrückter Tempel, Talana ist es auch nicht. Kortas. Hochland, das ist glaube ich das neue Gebiet. Das war laut hier. Madeira. Mittersee. Albalia. Das kenne ich auch alles nicht. Dravania ist wahrscheinlich auch wieder ganz neu. Interessant. So, dann gucken wir uns nach, wo ich hin muss und dann geht's weiter. So, wir haben es gefunden. Horizon ist der nächstgelegene Punkt. Eigentlich hätte ich mich daran erinnern können, denn hier sind so viele Quests von der Hauptstory gewesen, dass man vielleicht hätte daran denken können. Naja, machen wir uns auf den Weg. Ein ziemlich volles Inventar, oder? Ah, das wird schon. Ruhebonus sollte auch vorhanden sein. Stört das Spiel jetzt ab? Wir sind in einer frühen Phase noch. Es dürften einige Spieler hier unterwegs sein. Early Access und so. Oh je. Ah ja, der Server hält. Sehr schön. So, mal los. Wir müssen hier runter. Das ist ein Weg, den ich tatsächlich noch kenne. Den ich mehr als einmal gelaufen bin. Im Add-on-Gebiet kann man sogar, ne, diese kleinen Flügelchen hier am Rand, die sind dann richtig mächtig, die können nämlich dann richtig flattern. Ich bin nicht der einzige Low-Level-Charakter, der noch existiert. Also, was heißt Low? Ich bin 50. Das sind die anderen auch. So. Jetzt muss ich dann doch noch lernen, wie man diesen Baten spielt. Ich glaube, das kriege ich hin. Und wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich sogar meine Archer-Skill, den ich mit dem Baten eh schon habe, auch für den neuen Charakter.
Allerdings habe ich auch gelesen, dass ich Lancer-Skills brauche, was ja eher nicht so. Wo ist es denn? Charakter. Klassen. Lancer. Was ist denn? Pikinier ist Lancer, ne? So gar nicht. So, hier gibt es eine Quest. Aber die von Tatafufu war es nicht. Walking Sense ist außerdem da unten drin. Final Fantasy 7. Es gibt eine Gilde, die als Abkürzung Final Fantasy 7 hat. Okay. Sonnenwind. Ach, das wird schon richtig sein. Mini Fififi oder wie auch immer sie hieß, meines Erachtens hier drin. Da, guck. Da ist jemand. Tor zum Saal der Morgenröte. Ja, bitte. Lasset mich ein. Denn ich möchte meine Story Quest weitermachen. Vielleicht habe ich den Teil auch schon, aber ich glaube nicht. Zu neuen Ufern. Das ist nicht die Quest, die ich erwartet habe. Zu neuen Ufern. Was wird das sein? Naja. Achso, Ton. Ah, Zock. Tataru ist da. Verzeiht mir die Störung. Ich will nur Bescheid sagen, dass unser Gast vom Ashgana Übersee-Department gerade abgereist ist. Huh? Ach, Minfilia. Wir haben in letzter Zeit so viel Besuch, dass es mir fast über den Kopf wächst. Ist schon in Ordnung, Tataru. Ruh dich etwas aus. Wir kommen hier schon zurecht. Jawohl. Vielen Dank. Bye, bye. Wave, wave. Du hast die Prima hier unter Kontrolle gebracht und die Ultima-Waffe der Galea zerstört. Ja, die Prima hier unter Kontrolle. Naja, ich habe zumindest mit zweien gekämpft und einen habe ich besiegt, wie man auf dem lustigen Bogen auf meinem Rücken sieht. Der Bund der Morgenröte hat die Aufmerksamkeit der Leute auf sich gezogen. Da bleibt die Neugierigen natürlich nicht aus. Jenen Tag stehen Abenteurer vor unserer Tür, die uns ihre Hilfe anbieten. Seit jener Schlacht haben wir eine beträchtliche Schar von Unterstützern bekommen. Die Leute haben uns zwar anerkannt, Zuck, aber trotzdem bin ich nicht völlig ohne Sorge. Ja, du guckst auch schon so. Einige wollen uns für ihre politischen Ziele einspannen und das passt mir ganz und gar nicht. Natürlich sagt das keiner von ihnen. Offen heraus, aber wenn ein bisschen hinter die Fassade blickt und das Mannheim mal ausgelassen. Dieser Gesandte von der Ashgana-Übersee-Department war genau so einer. Er hat uns finanziell Unterstützung angeboten und als Gegenleistung sollten wir ihm bei politischen Streitigkeiten zur Seite stehen. Und zur Seite stehen heißt, die politischen Gegner des Departments zum Schweigen zu bringen. Mit Gewalt. Schockierend. Warum zeigen die jetzt den Stock? Naja, das Ziel unseres Bundes ist die Rettung des Eoceras. Eoceras? Ich meine Eocera heißt es, aber ich habe das vielleicht auch jahrelang falsch ausgesprochen. Nicht die Verteidigung von Einzelinteressen. Naja, das ist dir ja selbstbewusst. Also, ich vertrete hier meine, Interessen. Wir dürfen uns nicht vereinnahmen lassen, Zock. Das wird, dass wir Unterstützung brauchen, ist wahr, aber nicht auf Kosten unserer Unabhängigkeit. Tief in der Schuld, Gelehrten, Bastionen, die uns alle ihre Forschungsanlagen und Geräte zur Verfügung gestellt haben, dass wir auch noch ihr Vermögen aufzehren, kann so nicht weitergehen. Ja, und jetzt Bankraub? Verzeih mir, diese Sorgen bedrücken mich schon in grauer Zeit, Graume. Ich will dich nicht auch noch damit belasten. Das Geräusch im Hintergrund könnt ihr ignorieren. Das ist eine Maschine. Ich frage mich, wie die anderen die Lage sehen. Aber selbst wenn sie ebenso denken. Ach. Und mein Auftrag ist, mit allen Leuten zu sprechen.
Okay, bevor wir das machen, kurz noch questtechnisch zu neuen Ufern. Lodestone, dem traue ich nicht, danke. Zu neuen Ufern. Das ist doch Hauptquest. Sehr schön. Das ist die gewollte Quest, also die erwartete Quest. Komisch. Im Englischen heißt sie anders. Alles klar, dann müssen wir jetzt mit allen Leuten sprechen. Das kriegen wir gerade so noch hin. Ja, es lernt ja ein bisschen was über die Story kennen. Ist doch auch schön, ist mal was anderes. Gut, nicht, dass wir nicht auch Hauptstory im neuen Teil des Games hätten. Hier hängen sie alle rum. Die Helden Eocyras. Eocyras. Whatever. Kannst du dich an das Gespräch erinnern, das wir mit Melwoop hatten? Vor der Schlacht gegen den Titan? Nein. Nicht die Kobolde waren es, die den Pakt gebrochen haben, sondern wir. Wir sind immer weiter ins Landesinnere vorgedrungen und haben das Erdreich ausgebeutet, das die Kobolde zustand. Als sie sich wehrten, nahmen wir das zum Anlass zum Gegenschlag. Ich glaube, ich erinnere mich sogar. Ich will keine Diskussion über Gut oder Böse oder diese Politik vom Zaun brechen. Ich stehe nun mal auf auf einer Seite und darf nicht so tun, als ob ich die anderen gehören würde. Bunte Morgenröte, Entscheidung treffen. Das sind alles so tolle Dialoge. In Ulda herrscht ein ständiges Tauziehen zwischen Wirtschaft und politischen Mächten. Natürlich gibt das nicht für Ulda, nur für. Was auch immer. Und wenn der munter Morgenröte für Interessen EUCAs fragen, welche es eigentlich sind. Hier trifft keiner eine besonders krasse Aussage oder so, ne? Hast du gesehen, wie viel Zeit, ne, wie viel in letzter Zeit was los ist? Tiere, Hand geben. Okay. Um eine Organisation wie die unsere zu führen, sind regelmäßige Einkünfte notwendig, dass wir uns verkaufen müssen. Tja, die Sonne liegt aber eben zu nah am Machtzentrum des Sultans. Fast unmöglich. Aber was sollen wir tun? Auswandern. Mein Gott. Alles Unbekannte flößt uns Angst ein. Oh ja, nein, nicht wirklich. Leistung ganz toll. Es mag wohl weiser sein, sich mit dem Blick der Öffentlichkeit zu entziehen, vor allem. Doch wir sind gebunden durch unsere Eid, das Prima-E-Problem zu lösen. Faszinierend. Wir können nicht so ohne weiteres verschwinden. Habe ich jetzt mit allen? Nein, einer fehlt noch. Wo ist denn der eine, der noch fehlt? Ah, hier drüben. Ich habe noch immer keinen wirklichen Auftrag erhalten. Finde ich. Ah, guck mal, ein Dialog geht auf. Das sind diese komischen Leute. Die waren schon im ersten Teil sehr komisch. Das war es also, was Minfilia beschäftigte. Um ehrlich zu sein, habe auch ich schon länger über die Zukunft des Bundes nachgedacht. Vielleicht ist es an der Zeit, offen mit ihr darüber zu sprechen. Du solltest auch dabei sein. Oh nein, das wird eine dialogreißige Folge. Wie unerwartet. Ah, Zug und der andere. Was gibt's denn? Ich habe einen Vorschlag. Lass uns das Hauptquartier in einen anderen Ort verlegen. Oh, das kommt jetzt überhaupt nicht unerwartet. Du willst den Sonnenwind verlegen? Ja, will er. Genau. Weg aus der Bucht des Abendsterns. Hier sind wir viel zu nah an Ulda. Je länger wir hier bleiben, desto mehr werden sich diese Republikaner an unsere Aktivitäten einmischen. Aber ich denke, dieser Gedanke ist dir auch schon gekommen. Ist es nicht so? Auch die anderen Kernmitglieder des Bundes sind deswegen im Zwiespalt. Das haben wir gehört, wenn wir haben ja mit allen sprechen dürfen. Du weißt doch, was die Abenteurer, die uns unterstützen, fordern. So viele haben mich schon befragt, ob wir nicht mit Ulda verhandeln können, dass die Bucht der Abendstern endlich einen eigenen Ätheriten bekommt. Ja, das fände ich auch gut, weil dann müsste ich nicht nach Horizon reisen.
Habe es immer abgelehnt, weil das gesamte Eteriten-Netzwerk Tanals unter der Kontrolle der Vulkaner steht. Ich habe es nach Kräften vermieden, in die Schuld irgendeiner Partei zu geraten und das soll auch so bleiben. Ja, das weiß ich doch. Aber wohin sollen wir denn sonst gehen? Oh, die sieht so traurig aus. An einen Ort, der uns die Unabhängigkeit... Der uns die Unabhängigkeit Verfolgung? Unabhängige Verfolgung. Ah, lesen. Schwer. Unsere Ziele zum Wohl aller gleichermaßen ermöglicht. Der uns außerhalb des direkten Einflusses der drei Stadtstaaten, besonders Ulda, positioniert. Meh? Geisterzoll in Mordoran? War ich da schon mal? Ist sie jetzt schockiert oder freut sie sich? Der Vorteil liegt auf der Hand. Die Abenteuergilde hat eine Außenstelle dort und das Camp wird stetig erweitert, um noch mehr Abenteurer aufzunehmen. Organisation, Festung des Friedens. Auch das können wir natürlich umso besser, je weiter wir räumlich von den Machtzentren entfernt sind. Ich verstehe, was du meinst. Aber ganz plötzlich von Ulda wegziehen? So einfach ist das nicht. Und außerdem... Bla bla bla. Du bist die Anführerin. Denk drüber nach. Ich bin sicher, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Ich weiß, der Bund der Morgenröte war seit den Zeiten des Pfads der Zwölf immer in Uldua. Ulda. Uldahad. Ich verstehe auch, dass du viele Erinnerungen mit diesem Ort verbindest. Aber bitte lass Nostalgie nicht den Ausschlag für deine Entscheidung geben. Das Vermächtnis meines Großvaters muss nicht an diesem Ort erfüllt werden. Ich glaube, die Betonung hätte auf nicht... Louis Yorks Vermächtnis. Gib mir noch etwas Zeit. Die haben alle so Namen. Das ist mir vorher so... Naja, klar. Übrigens, was ist aus deinen persönlichen Angelegenheiten geworden? Um diese Dinge kümmert sich jetzt jemand, der das weit besser kann als ich. Ich kann mich also ganz auf meine Aufgaben hier konzentrieren. Der hat so einen Doppelgänger. Zu neuen Ufern. Ah, ich muss was auswählen. Das flackert. Komisch. Guck mal, was brauche ich nochmal? Ich bin doch, Stärke brauche ich nicht, aber die haben alle Stärke. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Charakter braucht. Ich glaube, Präzision war wichtig. Ah, passt schon. Nein! Ah, ja, ich habe auf Ablehnen geklickt. Können wir den Dialog überspringen? Ja, bitte. Ablehnen. Wie kommt man denn auf die Idee? Abschließen. Yay! Meine Routine als Waldläufer ist gestiegen. So, das war die erste Quest. Gucken wir mal, die zweite. Bang, Hoffnung gefesselt. Ja, dann kriegen wir schon wieder einen Ohrring. Ich glaub's ja. Ja, möchte etwas mit dir besprechen. Schon wieder. Muss ich den Bund Neutralität bewahren? Doch ich kann nicht so einfach. Azog hat mich gebeten, dich zu ihm zu schicken. Meld dich, wenn du Zeit hast. Was das Verlegen der Sonne anbelangt, so brauche ich noch ein wenig Bedenkzeit. Okay, sie denkt nur darüber nach, während ich mit dem anderen Laberer unterwegs bin. Nicht Laberer. Ich glaube immer noch, dass es die falschen Quests sind. Oder es gibt neue Belohnungen und ich habe hier einen blöden Guide erwischt. Hüppala. Wäre ich doch fast an ihm vorbeigerannt. Ja, die erste Folge war so länger. Ich kann ja nicht nur Dialoge vorlesen. Also schon. Ich glaube, ist sich darüber klar, dass der Bund der Morgenröte nicht in Uldua. Ulda. Wieso Uldua? Ulda. Bleiben kann. Ich lerne jetzt Namen. Doch sie wartet auf die Rückkehr von jemandem. Deshalb zögert sie, aus Uldua vorzugehen. Wen meint sie wohl? Hast du schon einmal von den berühmten Sängerinnen und Tänzerinnen... Flamin? Gehört? Einst war sie eine Nachtigall von Ulda. Mit ihrem Gesang und ihrem Tanz hat sie einfach jeden bezaubert und zahlreiche Herzen im Sturm erobert. Es gab niemanden, der nicht auf Anhieb ihrem Charme verfiel. Unser guter
Transret gehört zu ihren glühendsten Verehrern. Zu seinen Entsetzen ist während der 7. Katastrophe verschollen. Die gute Dame, wir wissen nicht, was ihr zugestoßen oder wo sie stecken könnte. Für Minfilia ist es besonders schmerzlich. Es war ihre Pflegemutter. Seit sie mir davon erzählt hat, habe ich ebenfalls Nachforschungen angestellt und nun bin ich endlich auf eine Spur gestoßen. Ja, vielleicht tun wir tatsächlich nochmal was. Die St. Adam Lambda, Landama-Kirche, ist östlich von Tanan und kannst du bereits... Ja, kenne ich. Okay. Der dort lebende Vater Eluit. Kenne ich die wirklich? Ich glaube schon. Vielversprechende Nachrichten. Du kannst vorbeischauen. Okay. Ich folge dir so schnell ich kann. Falls uns gelingt, sie aufzuspüren, kommt sie zur Ruhe und alles toll. Machen wir. Ich hab genickt. Bin ja ein sehr gesprächiger. Yay, Häkchen. Wunderbar, dann, ja. Das ist nicht meine Aufgabe. Wo ist denn mein eigentlicher Quest? Ach, da oben. Gut, dann, machen wir uns auf den Weg ins östliche Tanal. Da ist doch bestimmt irgendwo ein Portpunkt. Da ist er doch. Und los geht's. Und ja, das machen wir noch. Also ich guck mal, dass diese Quest machen wir noch zu Ende. In der nächsten Folge geht es dann hoffentlich was schneller. Und vielleicht auch mal mit ein bisschen Gewalt und rumballern. Hallo Leute. Ich weiß, ich hätte diese Quest alle vorher machen können, aber ich habe das genau dann erfahren, als es in die Downtime ging. Dass ich das alles noch machen muss. Da er... Ja, mehr Content. Ist doch schön. Hier ist so irgendwas, was ich abgeben muss. Na, jetzt nicht. Das kann man später machen. Ich laufe jetzt noch dreimal hin und her, um die Folge zu füllen. Ich muss noch rausfinden, vielleicht weiß es einer von euch, das Gras rendert unheimlich kacke. Vielleicht dauert das Video was länger, bis es kommt. Bis dieses Rendering-Problem gelöst ist. So, der Kollege ist hier drin. Da auch. Ich hab dich schon erwartet. Alfinaut hat mit mich darüber unterrichtet, dass du in seinem Auftrag nach der Nachtigall von Ulda forschen willst. Nun, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ein Grabbesucher hat, der seit kurzem hier verweilt, will sie gesehen haben oder zumindest eine Frau, die ihr zum Verwechseln ähnlich. Bla. Ich sollte ein bisschen ranzoomen, sonst ist die Decke immer im Weg. Ich habe ihm gesagt, dass du sie suchst und er hat mir versprochen, bei den Gräbern zu warten. Oh, da hätte ich mir aber Zeit lassen können. Aasfliegen. Warte mal. Ach, da oben war das. Oh, Lohn. Nö, jetzt aber hier mal schneller, ne? Hallo, Herr Grabbesucher. Du suchst nach Philamin? Ja, dann hast du Glück, dass du mich getroffen hast. Vor etwa 7 Jahren hatte ich zum ersten Mal das Vergnügen, die Nachtigall von Ulda singen und tanzen zu sehen. Und vor kurzem ist sie wieder erschienen. Ihre ganzen Schönheit und Anmut. Der Zahn der Zeit konnte ihr nichts anhaben. Schöner als früher. Die Blume der Wüste, Nachtigall von Ulda. Gesegnet bin ich, dass ich ihr Anblick erdicks blicken durfte. Ja, jetzt komm. Mach hin her. Im gleichen Licht, Sonnenküste erstrahlt ihre Haut. Beim Gedanken an sie, bla, schmerzlich, Brust. Wichtig, du erschimpfen. Nein, du bist ein Tratschtante, Labermaul. Übertreibst ein wenig. Das war jetzt die tolle Info. Ich bin fast gerührt. Wenigstens ist die Quest jetzt durch. Gut, dass du seinen Bericht aus erster Hand gehört hast. So unglaublich es auch klingt, womöglich ist Philamin tatsächlich an der Sonnenküste. Natürlich ist es noch zu früh für Freude. Mhm. Hier bleibt nichts anderes, als seine Aussage zu überprüfen. Ach, das dachte ich mir fast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Merci. Ich habe immer noch keine Ahnung, was für Skills ich brauche. Können wir kurz mal mein Charaktermenü aufmachen? Was ist denn auf meiner persönlichen Rüstung? Da ist Geschick und Konstitution und Präzision drauf. Also, ich hätte gerne Geschick. Ja, das erste klingt auch super.
So, die erste Quest haben wir hinter uns, die nächste Quest steht vor uns und das war's für den Anfang. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, irgendwann geht's auch in Heavensward endlich mal in den neuen Content-Bereich, aber ein bisschen was ist noch zu tun. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.